Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mit einem, wahrscheinlich meinem allerliebsten Build beim Jäger. Ich habe schon viele Builds über die letzten Monate und die letzten Seasons beim Jäger gemacht. Aber das ist der erste Build, der mir beim Jäger richtig, richtig gut gefällt. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Es gibt keine Fallen und keine Infusion. Also an alle da draußen, die Fallen und Infusion beim Jäger genauso doof finden wie ich. Das hier ist euer Build, der eigentlich nur eine Attacke nutzt. Das ist der Herzsucher, wie der Name schon sagt, die Basisattacke. Und ihr könnt euch das im Prinzip vorstellen, wie der Barbar mit dem Hieb nur auf Entfernung. Und bevor wir überhaupt in die Grube gehen und ich euch irgendwas erzähle dazu, erstmal ganz kurz hier in dem Trainingsgelände, wie das Ganze aussieht. Weil das Ganze ist natürlich ein Fernkampf. Bild und im Prinzip ist das alles, was ihr sehen werdet. Setzt darauf, dass ihr mit Präzisionsfertigkeiten, was ja Herzsucher ist, einen dunklen Schleier bekommt und dann greift ihr halt ho die ganze Zeit die Gegner an. Und ihr seht schon, ich mache hier so um die 1 Million mit einem Crit. Ich muss aber ganz doll dazu sagen, der Build hat so viel noch mehr an Potenzial drin. Das seht ihr alleine schon an den Leveln der Items, aber auch wie wenig Greater Affixe ich eigentlich habe. Der Bogen, der muss ich sagen, ist ganz gut, könnte aber so viel besser sein. Es gibt nämlich einen Stat, auf den ihr hier komplett gehen müsst, und das ist Verwundbarkeit. Und vielleicht hat der eine oder andere das Video von vorgestern gesehen, wo ich über das Härten geredet habe. Der Build hier wird euch kaputt machen, weil ihr ein Rezept braucht, was 1 zu 4 Chance auf Verwundbarkeit habt. Auf allen Waffen, auf allen Schmuckstücken und wenn ihr nicht Frostbrand oder Schmerzschlinger spielt, auch noch auf den Handschuhen. Es gibt ein Rezept, das Meuchlerrezept, das kann ich euch auch mal gerade hier in der Sammlung zeigen, das wird euch, ja, das wird euch zerstören, weil ihr eine 1 zu 4 Chance nur habt, das zu treffen, was ihr braucht. Meuchelfinesse heißt das Ganze. Und bis auf Schaden gegen Verwundbare könnt ihr davon nichts gebrauchen. Und wenn ihr Pech habt, kriegt ihr nicht mal einmal Schaden gegen verwundbare Ziele. Und das Item ist dann nicht mehr für euch nützlich. Weil alles in diesem Build wird komplett auf Verwundbarkeit gemünzt und auf diese eine Key Passive bestrafen, die hier einen aktuellen Schadensbonus bei mir von 1186% hat. Und insgesamt habe ich einen Verwundbarkeitsschaden von fast 1000. Dann gibt es noch eine Sache, auf die ihr achten müsst. Und zwar ist das, ihr seht es wahrscheinlich schon am Frostbrand, aber alle Verteidigungs-Items haben ein Rezept drauf für Einfrieren. Und wenn ich euch das gleich zeige, ihr werdet sehen, jeder Gegner wird einfrieren. Und das müsst ihr überall drauf haben. Hier einfrieren, hier, wenn ihr es schafft, einfrieren, hier einfrieren. Und wenn ihr Frostbrand nicht spielen wollt, ich spiele das hier nur, weil ich es mit Greater Affix habe, ihr könnt aber hier ganz, ihr könntet hier auch den Schmerzschlinger-Handschuh spielen oder einen normalen Handschuh. Und dann wichtig auch mit der Verwundbarkeit und mit dem Einfrieren drauf auf den Handschuhen. Das ist jetzt nicht so relevant. Also Frostbrand, Schmerzschlinger oder normale Handschuhe mit Härtung, Verwundbarkeit und Einfrieren. Könnte sogar sein, dass normale Handschuhe besser sind. Wie gesagt, ich spiele die Handschuhe hier nur, weil ich einen Greater Affix drauf habe und noch keine besseren gefunden habe. Und dann natürlich wie immer 9300 Rüstung. Eure Widerstände hochmachen. Ihr seht, bei mir fehlen noch ein paar Widerstände. Die Glyphen auf 15 oder 21. Und ja, dann gibt es hier noch natürlich Wichtigkeit zu Glückstrefferchance, zu Crit-Chance. Aber das seht ihr dann alles im Bild. Glückstrefferchance sollte schon sehr hoch sein. Crit-Chance sollte sehr hoch sein, damit ihr immer crittet. Und dann auch das Ausbeuten. Attack-Speed ist extrem wichtig. Umso mehr Attack-Speed ihr habt, umso besser. Aber jetzt habe ich genug geschnackt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal in einen Pit, in eine Grube und schauen uns das Ganze mal im Kampf an. Ich werde hier leider keine 61 laufen können. Dafür ist der Build leider noch zu schwach. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich eigentlich immer die 61 anpeile. Wir können mal spaßeshalber eine 61 machen, aber ich glaube nicht, dass wir die 61 schaffen werden. Ihr solltet 61 schon immer schaffen können,
Aber der Bildtier hat einen kleinen Nachteil oder einen großen Nachteil. Und das ist die Verteidigung. Das muss ich einfach mal ganz klar sagen. Ihr werdet nicht wie der Druide oder der Barbar extrem hohe Dungeons damit laufen können, weil die Verteidigung einfach so, in Anführungsstrichen, schlecht ist. Ihr habt keine Stellung, ihr habt keine Barriere und das ist ein richtig, richtig großes Problem bei dem Jäger. Auch wenn ihr eine gute Ausweichchance habt, ich habe hier um die 35%, der Schaden kommt rein und der wird nicht aufgefangen. Man könnte überlegen, ob man vielleicht das geschmolzene Herz von Selig mit dazu nimmt, um mehr Def zu haben. Aber ihr werdet es gleich sehen, der 61er, der ist wirklich nicht so einfach. Der Schaden kommt rein und ihr könnt fast nichts dagegen tun. Außer natürlich gegenheilen und ihr seht schon, die Gegner sind einfach durchgehend selber eingefroren, weil ich halt einfach mit jedem Schuss die Gegner sofort einfriere. Wenn man sich Mühe gibt, kann man wahrscheinlich hier gerade auf meinem Level den 61er schon schaffen. Aber es fehlt einfach noch ein bisschen Schaden und vor allen Dingen auch ein bisschen Leben. Ich laufe hier mit 37.000 Leben rum. Das ist einfach zu wenig. Mal gucken, wie weit ich komme, bis ich sterbe. Ich würde das Ganze einfach hier mal versuchen, aber ihr werdet gleich sehen, dass der Schaden so hart reinknüppelt, dass ich ihn nicht mehr gegenheilen kann. Aber ansonsten, der große Nachteil und der große Unterschied zum Heap-Barbaren ist vor allen Dingen, ich glaube, das sieht man sofort, dass man nicht beim Angreifen rumlaufen kann. Man muss also stehen bleiben, wenn man angreift. Beim Heap konnte ich einfach durch die Gegner quasi durchrennen. Hier muss man immer schön von weitem weg einmal angreifen. Ihr habt natürlich auch nicht so einen krassen AOE-Damage, wie es bei anderen Builds ist. Aber dafür habt ihr noch Krähenfüße, ihr habt die ganze Mobility und so. Also, hat sein Vor- und sein Nachteil. Wo ist der Typ denn? Hier ist er. Aber ich glaube, also, dafür, dass der Build noch nicht so optimal ist, komme ich ganz gut durch. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich würde mal eben zum Boss springen und dann gucken wir uns mal den Boss zusammen an. Bevor ich es vergesse, ich habe hier ein Überunit drin, Harlekins Krone. Das macht meiner Meinung nach extrem viel Sinn, weil ihr einfach nochmal 4 Level für Herzsucher bekommt, Abklingzeitreduktion, Leben und Schadensreduktion. Das ist eigentlich das perfekte Item für den Build, deswegen würde ich das auf jeden Fall spielen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu spielen, macht das auf jeden Fall. So, der Boss, da bin ich erstmal gespannt. Ich habe auch noch keinen 61er gemacht mit dem, Ding, mit dem Bild hier. Aber, ey, geht gut klar, oder? Was sagt ihr? Ihr seht schon, ne, Dev ist immer so ein Problem. Ich habe hier natürlich auch den beschissensten Boss abbekommen, den es gibt. Der ist echt nicht so geil. Ach ja, genau, das habe ich ganz vergessen. Ihr habt es oben gesehen. Die Gegner sind so unfassbar schnell gestunt. Und ey, Leute, das ging gut klar. Damit habe ich jetzt selber gar nicht so gerechnet. Das ist ja immer so mein Call. 61 muss ein Bild immer schaffen. Und ey, hat er geschafft. Spielt dem Bild nach. Ich könnte noch sagen, ihr könntet natürlich auch Ansharas Kanjaro, wie das Ding heißt, spielen. Aber ich habe hier halt so ein heftiges Schwert gefunden. Deswegen habe ich das ausgetauscht. Überall Verwundbarkeit, Attack Speed, Lucky Hit, Crit Chance. Und ja, ganz großes Thema Verwundbarkeit. Überall Verwundbarkeit, wo es geht, drauf machen. Umso mehr Schaden macht ihr. Und ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen tatsächlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Build. Ist für mich, wie gesagt, der beste Jägerbild, den es so gibt da draußen, weil keine Infusion, Fernkampf und keine Fallen. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich weiß, dass damit einige Leute auch noch extrem krass unterwegs sind. Also man kann den noch extrem krass boosten. Nicht nur schadensmäßig, sondern auch ein bisschen deathmäßig. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass geschmolzenes Herz von Selig vielleicht ganz gut hier reinpassen könnte, um noch mehr Death reinzukriegen. Aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung. Wie gesagt, in die Kommentare würde ich mich sehr freuen. Lasst gerne ein Follow da. Ich bin gerade dabei, einen Flammentod-Magier zu bauen. Da bin ich sehr gespannt, wie der performen wird. 61 ist natürlich wieder das Ziel. Und dann haben wir alle Builds, alle Klassen abgeschlossen, außer der Necro. Den mache ich ganz zum Schluss. Da wird bestimmt was Cooles bei rumkommen. Wenn ihr das eigentlich verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.